Der Film zum Pfälzer Weinsteig Etappe 9 wird Ihnen präsentiert vom Weingut Ulrich in Pleißweiler. Hochwertige Weine für jeden Geschmack. Die kürzeste Etappe des Pfälzer Weinsteigs überzeugt mit dem Charme der Landschaft und dem Flair der südpfälzischen Ferienorte. Ihr Ziel ist die Kurstadt Bad Bergzabern. Wanderschuhe an und auf geht's! Von Klingenmünster verläuft der Weg durch die Parkanlage entlang des Klingbaches. Eine leichte Steigung führt nun durch die Weinberge in Richtung Gleiszellen. Über gepflasterte Gassen passieren Sie den Hatzelbergbrunnen am Ortsrand und lassen sich von den Hängen des Hatzelberges und des Röhlberges leiten. Die Tour geht weiter und bringt Sie zum wunderschönen historischen Fachwerkhaus, das Restaurant Wappenschmiede in Pleißweiler. Genießen Sie den Blick auf das Kloster Liebfrauenberg. Das ehemalige Hofgut Frauenberger Hof wurde 1899 zum Kloster ausgebaut. Mit einer herrlichen Wanderung quer durch die Weinberge endet die Etappe in der Kurstadt Bad Bergzabern. Hier laden die verwinkelte Altstadt zum Bummeln und der idyllische Kurpark sowie die Südpfalz-Therme zum Entspannen ein. Auch das prächtige Bad Bergzaberner Schloss sowie der schönste Renaissancebau der Pfalz, das Gasthaus zum Engel, sind einen Besuch wert. Rote Weih wachst im Winger, dünne Kechte am Meer, in der Palzande Weichstrostos. Haben Sie Lust, das Weingut Ulrich kennenzulernen? Dann kommen Sie doch einfach bei uns auf dem Weingut vorbei und genießen Sie mit Freunden eines unserer vielen Events. Wann ich Geld hab, bin ich lustig, wann ich Geld hab, bin ich froh, wann ich Geld hab, bin ich groß. Weinfeste, Weinproben und Pfälzerabende mit Musik und kulinarischen Köstlichkeiten erwarten Sie. In unserer Welt geht Leppes vor, drum drauf dein Kreuz hat mit Humor und guck so manche Schleppes. Dann husch vom Leben. Eppes.